Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute wollen wir eine Frage klären. Und zwar, ihr kennt ja alle Bull-Put-Spreads und ihr kennt aber auch den Verkauf von nackten Puts. Und manchmal nutzt man ja bei nackten Puts den zusätzlichen Kauf eines Puts, um die Margen zu verringern. Was ist da jetzt eigentlich der Unterschied zwischen dem klassischen Bull-Put-Spread und so einem quasi synthetischen Bull-Put-Spread? Wir gehen der ganzen Sache jetzt mal auf den Grund. Stellen wir uns folgende Situation vor. Wir haben eine Aktie und die Aktie steigt und wir haben auch die Erwartungshaltung, dass diese Aktie weiter steigt. Naja, was machen wir? Wir verkaufen natürlich einen Put. So, das kennt jeder, das weiß jeder, nichts Neues. Jetzt ist es natürlich oftmals so, dass viele sagen, oh, das Risiko hier in diesem Put ist mir zu groß. Und aus dem Grunde möchte ich keine Naked Puts, also nackten Puts, ne, möchte ich nicht handeln. Und deswegen mache ich anstatt eines nackten Puts, kaufe ich eben noch einen Put dazu und habe dann hier einen sogenannten Bull-Put-Spread. So, das heißt auch eine bullische Strategie, die aber eben nach unten ein vermindertes Risiko hat, weil ja hier ein weiterer Put drin ist. So, jetzt gibt es die anderen, zu denen ich mich zum Beispiel zähle, die sagen, das Risiko, dass ich hier einen Put nackt verkauft habe, das ist mir gar nicht so, oder dieses Risiko erscheint mir persönlich handelbar, aber oftmals ist es so, dass die Margenanforderung dieses Puts zu hoch ist. Und dann gehe ich oftmals her und sage, okay, jetzt kaufe ich mir auch noch einen Put, aber im Gegensatz zu diesen Bull-Put-Spreads versuche ich diesen Put so weit wie möglich nach unten zu legen. Warum? Damit er eben wenig Geld kostet. Also ich würde zum Beispiel jetzt hier einen Put kaufen und dann habe ich eben oftmals meine Margin sehr, sehr deutlich reduziert. Jetzt könnte ja der ein oder andere sagen, naja, ob ich nun jetzt hier einen Put habe und da einen Short Put und hier einen Long Put oder den Long Put hier, ist denn das nicht auch ein Bull Put Spread? Und wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, naja, eigentlich ist es auch ein Bull-Put-Spread. Ne? Also hier, da gibt es keinen Unterschied vom reinen Aufbau her. Weil, überlegen wir mal, wodurch kennzeichnen sich denn diese beiden Strategien aus? Also ich nenne das eine jetzt Bull-Put-Spreads und das andere nennen wir jetzt mal Naked-Put plus Long-Put. So, vielleicht hat jemand von euch einen schönen Namen dafür, ne? Dann schreibt mir den bitte unten in die Kommentare rein. Also, bei beiden haben wir eine Prämieneinnahme, weil dieser Short Put wird immer mehr kosten als der Put im Bull Put Spread, aber auch natürlich mehr als dieser weit aus dem Geld liegende Put. Also das heißt, eine Prämieneinnahme haben wir in beiden. Aber hier geht schon der Unterschied los. Wo wird die Prämieneinnahme höher sein? Natürlich in dieser Strategie, weil wir ja hier versuchen, den Put so weit wie möglich nach unten zu legen. Also hier so als kleine Faustregel, wenn zum Beispiel dieser Put, sagen wir mal, $100 eingebracht hat, dann versuche ich hier unten für diesen Put vielleicht höchstens 10, maximal $20 auszugeben, weil das einzige Ziel, was ich habe, ist eben eine Verringerung der Margin. Und das führt eben dann dazu, dass wenn man beide Strategien einzeln betrachtet, hier die Prämieneinnahme insgesamt sehr viel höher sein wird. Wie schaut es mit dem Risiko aus? Was ist das Risiko? Das Risiko ist natürlich, dass die Aktie, von der wir erwarten, dass sie nach oben geht, dass diese Aktie jetzt hier nach unten fällt. So, und übrigens, das müsste jetzt nicht mal zwingend eine Aktie sein. Das funktioniert genauso gut mit Future-Optionen auf Rohstoff-Futures. Ne? Also bei Gold oder Öl kann man sowas auch machen. Was ist jetzt das Risiko? Naja, überlegen wir mal. Wir haben hier, das Risiko ist natürlich der Short-Put. Derjenige, der den Put long hat, der darf an dieser Stelle verkaufen. Und da wir die Gegenposition eingenommen haben, müssen wir an dieser Stelle kaufen. Das heißt also, wir sind dann hier long im Markt, wenn der Preis durchrutscht. Und bei einem Long Put ist es genau umgekehrt. Das heißt, ab der Stelle sind wir wieder short. Das heißt, unser Risiko ist eben hier auf das begrenzt. Und in dieser Variante ist eben das Risiko hier nur begrenzt. Das heißt, das Risiko, das theoretische Risiko, ist natürlich hier in der Variante sehr viel höher. Jetzt gibt es noch einen dritten Punkt, auf den wir achten müssen, nämlich, wie verwalten wir denn so eine Position? Fangen wir mal an mit dem Positiven. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir setzen hier so einen Bull-Put-Spread auf oder auch so eine quasi getrennte Position, wo nehmen wir Gewinne mit?
beispielsweise jetzt im Aktienbereich so um die 50%. Bei einem Pull-Put-Spread werden diese 50% immer auf die komplette Position berechnet. Ne? Also wenn eben jetzt hier dieser Put $100 eingebracht hat und der andere hat von mir aus $50 gekostet, dann haben wir insgesamt eine Prämieneinnahme gehabt von $50 und dann versuchen wir eben $25 Gewinn aus der gesamten Konstruktion zu ziehen. Das heißt, wir würden für diesen Pull-Put-Spread auch eine Rückkauforder in den Markt legen, um eben bei $25 Gewinn rauszugehen. Wie ist es jetzt dagegen hier? Naja, hier sieht es ein bisschen anders aus, denn egal was der jetzt gekostet hat, sagen wir mal, der hat ja $10 gekostet, dann haben wir ja insgesamt eine Prämieneinnahme von 90. Aber wir legen eben jetzt keine Order rein, wo diese beiden Positionen, der Short-Put und der weit entfernte Long-Put, gemeinsam geschlossen werden, sondern wir legen eine Rückkauforder rein, nur für den Short-Put bei 50%. Und wenn der geschlossen wurde, dann versuchen wir noch den hier zusätzlich zu schließen, was in der Regel dann auch immer gelingt. Also ein paar Dollar bekommt man dann hier immer noch von seiner Ausgabe, die man hatte, kriegt man vielleicht von den $10 oder von den $20 nochmal die Hälfte wieder zurück. So, und das heißt, also auch hier im Falle der Gewinnmitnahme muss man eben sagen, einzeln die Order reinlegen, beim Bull-Put-Spread eine Kombi-Order reinlegen. Und jetzt gibt es vielleicht noch einen letzten Punkt, den man beachten kann. Und zwar, wie ist das, wenn es mal gegen einen läuft, wenn man also adjustieren muss? Naja, dann wird man bei so einem Bull-Put-Spread immer die komplette Position rollen. Das heißt also zum Beispiel, man schließt den kompletten Spread und rollt ihn eine längere Laufzeit nach unten, mal als Beispiel. Ja? Wie ist jetzt in dieser Konstruktion, also Short-Put plus weit entfernter Long-Put? Da wird man oftmals in der Lage sein, nur diesen Short-Put zu rollen. Ja, da kann man sagen, ich schließe den, gehe eine längere Laufzeit und den kann man unter Umständen sogar offen lassen, muss den nicht nochmal neu machen und trotzdem wird die Margin reduziert bleiben. Und das ist der Grund, warum ich persönlich, aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung, eher die Variante bevorzuge Short-Put und dann lieber noch einen Put weit entfernt dazu gekauft zur Margin-Reduzierung. Es ist rein formal gesehen ein Bull-Put-Spread, aber ihr habt jetzt gesehen, ja, wenn man mal die Punkte gegeneinander auflistet, es ist kein klassischer Bull-Put-Spread, weil er eben nicht das Risiko wirklich reduziert, weil er eben dafür ein bisschen mehr Gewinn bringt, aber weil er eben zum Beispiel auch im Attestieren dann viel einfacher zu handeln ist. Ne? Egal was ihr macht, ob ihr Bull-Put-Spreads macht oder eben so eine Variante, Fakt ist, immer wenn ihr noch einen zusätzlichen Put dazu kauft, reduziert ihr die Margin und ihr reduziert euer Risiko, weil nur dadurch sinkt ja auch die Margin, weil das Risiko reduziert wird. Wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Optionshandel, ihr sagt, Mensch, wie kann man das machen, wie kann man das machen? Schreibt mir eure Fragen bitte hier unten in die Kommentare hinein und schreibt mir auch mal dazu, was ihr denn lieber macht. Gerade hier dieses Beispiel, macht ihr lieber Bull-Put-Spreads, also klassische Spreads, oder macht ihr es so wie hier, das sagt, naja, lieber so einen Notfall-Put gekauft, der mich vielleicht im allerschlimmsten Fall doch rettet und vor allen Dingen aber eben die Margin reduziert. Also, wie sind da eure Erfahrungen, wie sind da eure Meinungen dazu? Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder hier beim nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.